herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Totschlei 2 und ich muss euch was beichten. Ich habe gerade das Inventar sauber gemacht und habe unseren Begleiter erstmal verkaufen geschickt und habe gesehen, dass wir hier einmal Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde haben und eine Setzrüstung, die ich ganz gerne noch behalten wollte. Aber mal gucken, was da jetzt drüben in dem Bossraum noch alles so kommt. So, geh rein. So, jetzt. So. Wir sind in diesem Bossraum. Gucken mal ganz kurz, was wir denn hier alles noch so schönes finden. Natürlich nichts. Also, ab zum Boss. Ja, hier ja eigentlich nicht, ja. Dann machen wir natürlich kaputt. Was ist hier unten? Nichts ist hier. Okay, jetzt bin ich aber euer Begleiter hier zu. Okay, jetzt Begleiter ist wieder da. Ah, was haben wir jetzt alles gekriegt? General Grell. Scoot haben wir gekriegt. Dann haben wir hier eine Axt. Die gucken wir gleich mal. Oh, 107 Schaden. Na aber, holla die Waldfee. Was haben wir da noch? Ein Stoff. Nein. Giftring, der ist auch nicht sonderlich. Aber den Helm. Der ist zwar schwächer als den wir anhaben, allerdings macht er uns ein bisschen was dazu. Und vor allem, wir haben ja Schulmeister. Jawohl, dann wechseln wir den Kleiner. Dadurch haben wir unseren ersten Set-Body, schnelleren Angriff. Jetzt bräuchten wir noch einen Runenmeister-Teil. Da werde ich natürlich jetzt noch einen kleinen Steinchen mit reinhauen. Guckt, Gesundheitsbonus bekommen wir jetzt. Das lädt sich jetzt selber wieder auf. Da. Das ist schön, ist das. So. Und jetzt hier rüber. Und ein Fang. Weil wir müssen ja hier, müssen wir ja noch looten. Und hier, die Bostruhe. Da muss doch ein bisschen was Geiles drin sein. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin froh, dass ihr da seid. Wir kamen dazu, als der Alchemist die Wächterin überwältigte, aber es ging alles zu schnell. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Der Alchemist war gerade fort, da kamen Grell und seine Horde. Seit Jahren hatten sie versucht, hier einzudringen und Beute zu machen. Der Angriff des Alchemisten bot ihnen die erhoffte Gelegenheit.
Die Suche nach einem Heilmittel gegen den Pesthauch des Blutsteins hat den Alchemisten an den Rand des Wahnsinns gebracht. Er hat mir Energie entzogen, um Ordrax Herz zu stärken, das durch die Zerstörung von Totschreit geschwächt war. Mit der Kraft der Wächter konnte Ordrax Herz allen Blutstein vernichten. Vielleicht verspricht er sich davon. Der Alchemist muss aufgehalten werden, bevor er weitere Wächter angreift. Jedes Mal, wenn er uns Energie entzieht, wird Ordrax Herz stärker und eher gefährlicher. Kehrt mit Kommandeurin Vale zur Enklave der Estrianer zurück und plant euren nächsten Zug. Okay. Dann tun wir das mal. Wir kehren zurück und schauen mal, was wir jetzt denn so machen können. Anscheinend hat sich die Lage verschlimmert, während wir am Urquell waren. Was es auch ist, das die Esterianer krank macht, es breitet sich aus und hat auf das Gebiet nördlich von hier übergegriffen. Dorthin wollte der Großregent. Falls er den Wachtwald-Tempel schon erreicht hat, wird er zur Vorsicht die Tore versiegelt haben. Was bedeuten könnte, dass der ganze Tempel sich gerade in ein großes Seuchengebiet verwandelt. Mana und Gesundheit. Wäre vielleicht nicht schlecht. Diese Seuche scheint besonders Wesen zu befallen, die von Natur aus magische Fähigkeiten besitzen, wie die Esterianer und Wächter. Menschen wurden bisher nicht angesteckt. Also habe ich medizinische Güter angefordert und werde mich um die medizinische Versorgung hier kümmern. Ihr macht euch unterdessen auf zum Wachtwald-Tempel. Geht über den Krähenpass in die Raureifhügel. Versucht, den Großregenten einzuholen, bevor er den Tempel betritt. Okay. Werden wir natürlich versuchen. Ihr habt eine neue Quest. Ihr habt eine neue Quest. So, und jetzt haben wir auch hier diese zwei kleinen Dinge zu sehen. Und da kann ich euch das jetzt zeigen. Wir haben jetzt hier diesen Hammer und gehen jetzt zu dem Männer. Entschuldigung. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wollt ihr die Waffe behalten und den Diamant kaputt machen, oder ihr wollt die Waffe behalten. Einen Diamant kaputt machen, genau. Und den anderen ist es halt haargenau umgedreht. So, hier ist es halt so, die Waffe zerstören wir jetzt und holt uns aber den Edelstein zurück. Da ist er, der Blutstein. Da werden wir jetzt, den werden wir jetzt hier reinschmeißen, zack. Und können ihn ausrüsten. Als Arsenal könnten wir jetzt als linke Faust macht 609 Schaden. Da fehlt uns der Geschicksbonus. Dann haben wir hier noch das letzte Wort. Wäre auch nicht unbedingt schlecht, allerdings fehlen uns da noch 3 Level. Dann hätten wir aber schon wieder einen Unterschied. Sehr hoher Angriffstempo gegenüber langsamem Angriffstempo. Dann könnten wir ja hier, es steht, ob wir das jetzt mittlerweile können oder die Waffe absetzt. Ne, die Waffe behalten wir noch, das ist schick. Dann haben wir hier noch eine Hose, die wäre nicht unbedingt besser. Allerdings könnten wir hier auf den Ring jetzt mal das Ding draufhauen. Elektropanzer. Haben wir ein bisschen mehr Elektroschutz. Und den Rest könnten wir eigentlich verkaufen, weil wir haben ja dann die Waffe hier. Die würde ich ganz gerne mit 16 würde ich die ganz gerne anziehen. Ja, den Rest könnten wir eigentlich mehr oder minder verscherbeln. Darf ich helfen? Darf ich helfen? Ja, du darfst helfen. Da. Guck mal, was ist dir alles Schönes gegeben? So. Da haben wir wieder Geld.
Geld. So, jetzt gehen wir hier lang und gucken mal, was wir hier denn alles Schönes finden. Oder finden können. Können klingt besser. Und hier sieht es schon ein bisschen düsterer aus als in der vorherigen Dungeon. Und es schneit. Passend zur Nachtzeit. So, gucken wir mal. Pinne. Und, ach, die können wir gar nicht angreifen, weil überall ist. Jawohl. Zack. Und jetzt sind wir. Weiß ich gar nicht gleich, welche Stufe. Dann nehmen wir jetzt mal das. Weil das Aufstampfen, das gefällt mir nicht unbedingt. So, gucken wir mal. Stufe 13 sind wir jetzt. Also 3 Level noch. Und dann müssten wir im Prinzip dann es erreicht haben. So, wollten wir etwas leben. Und jetzt Stärke. Stärke wäre vielleicht besser. Linke Hand und rechte Hand. Die rechte Hand, die macht ja ordentlich Schaden, die linke weniger. Fähigkeiten. Schön. Das ist schick. Oh. Wenn es hier einen Erfolg gäbe ohne Klatscher, dann hätte ich den Klöber. Oder Klörper ohne oder sowas. So, Gold. Gold ist schick, Gold nehmen wir mit. Wurde hinten den kleinen Klörper. Nicht lang gegangen. Haufenweise Spinnies. Gut. Eingespannt. Aber ich finde auf jeden Fall das Setting richtig cool. Kaputt. Ein Abenteurer. Ein Heiltrank. Okay. Oh, oh, Verzauber. Da, da, da. Das ist natürlich schick. Ich will ja hier so. Zack. Und zack. Kaputt. So. Identifikationsrolle. So, und jetzt verzaubern wir uns mal die kleine Waffe hier. Mal gucken. Boah, die boostet. Verdammt. Ihr habt Glück. Ihr habt Glück. Wo ist er denn? Letztes Wort. Rüstung pro Treffer um 2 verringern. Ob man das. Ach, wir machen das nochmal. So, zack. Das Glück ist auf eurer Seite. Das Glück ist auf eurer Seite. Und jetzt haben wir noch Chance auf Exekution mit der Waffe. Also wenn das mal nicht schön ist. So. Komm, machen wir die Urne kaputt. Tun wir noch ein bisschen Geld sammeln. Ein bisschen auf Deckung. So, zack, zack, zack. Ganz so viel Schaden machen wir. Mach das Spinni kaputt. Spinni, Spinni. Zack. Weil wir jetzt schon jedes 3 Schläge ein normales Möbel brauchen.
praktisch, dass der Rauch Schultern. Kleines Spinnchen. Noch ein Spinnchen. Oh. Ein namenhaftes. Komm her. Und tschüss. Buche. Kriegsschwert, leere Stiefel. Nehmen wir mit. Können wir alles schön verkaufen. Wir sind nämlich arm. Zack, zack, zack. Und fertig. Aber wir können hier einfach bitte jetzt reingehen. Weil das melde ich ganz ungern. Ich melde lieber. Was noch? Die Karte noch bereit ist. Obwohl, das scheint bloß eine stinknormale Quest zu sein. Ich grüße euch. Könntet ihr mir behilflich sein? Ja, ja. Ich war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwaldtempel, als wir getrennt wurden. Ich hatte gehofft, ihn im Tempel wiederzutreffen. Aber die Tore haben sich hinter ihm...